Willkommen, Freunde, zum Bonus-Part. Ja, auch wenn die Challenge vorbei ist, ich lasse jetzt spaßeshalber nochmal die Cam laufen nebenbei und stelle fest, ich höre mich ein Stück zu laut. So, wer weiß, wo wir hier sind, bevor ich jetzt dieses Schild anrede. Naja, egal. Der Zinnturm. Und sagt, dass das linke... Ja, ich werde jetzt noch in diesem Part mein Lieblings-Pokémon, oder eher gesagt, mein Lieblings-legendäres Pokémon fangen. Und ja. Und damit werde ich den Bonus-Part so gesehen füllen. Weil es ist einfach, es gehört für mich dazu. Manche, also sehr, 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 sehr viele mögen Lugia mehr. Ich wiederum bevorzuge Ho-Oh. Ich finde es einfach, ich finde es cooler. Und Ho-Oh hat ja schon sehr, sehr früh in Pokémon auch schon seinen Auftritt gehabt. Dieses Regenbogenvogel-Pokémon. Ja. Und Ho-Oh hat mir im Pokémon Stadium 2 damals, wo ich noch gespielt habe, Arena-Leiter-Buch und so weiter, hat es mir sehr, sehr geholfen. Ho-Oh, was konnte mein Ho-Oh damals? Läuterfeuer konnte es. Verdammt, ich bin falsch. Geht's nämlich wieder runter. Egal, holen wir das Item. Ah, ein Sonderbon. Konnte Läuterfeuer, Antikraft. Was konnte es noch? Konnte eine Zeit lang mal Psychokinese, eine Zeit lang mal Gigasauger. Könnte man. Was war das? Fluchtseil. Brauche ich nicht. Ja, und irgendwann habe ich halt zum Beispiel Ho-Oh kombiniert mit Berserker gehen. Für die, die es nicht kennen, es gibt es nur auf Rubin, nicht auf Rubin, auf Silber, Gold und Kristall. Sonst nirgendwo. Verdammt, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Von lauter Reden. Berserker gehen ist sowas wie. Was kann man es vergleichen? Die Bäre in der Notlage, nur halt ohne Notlage. Das heißt, der Angriff wird einmal erhöht. Muss ich gleich hier hin? Nein. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich jetzt hier oben erst weitergehen muss oder nicht. Also nochmal zum Berserker gehen zurück. Erhöht unseren Angriff, also erhöht den Angriff. Nachteil. Ich bin schon wieder hier hingelaufen. Und meinen Topschutz hat auch aufzuwirken. Nachteil ist wiederum, man ist verwirrt. Das heißt, Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist halt Power. Nachteil, wenn wir uns selber verletzen, schmerzt das. Gut. Dann werde ich jetzt mal so gehen. Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 das war falsch. Ach, meine Güte. Ich habe den Turm lange, lange, lange nicht mehr gemacht. Und habe daher nicht mehr so den Überblick drüber. Hops, 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 hops. Ah, da ist es doch. Gut. Und ja, was an Läuterfeuer cool ist, in den ja, ist das neuesten Generation, ist es eine physische Attacke, soweit ich das weiß. Und geht daher sehr über den Angriff. So, und das erste nehme ich nicht. Was haben wir denn hier? Ein Top-Beleber. Naja. Wir haben schon alles hinter uns, da brauchen wir das nicht nochmal. Habe ich mich eigentlich überhaupt geheilt? Oh, ich bin geheilt. So. Ich glaube, ich hoffe, ich bin richtig. Was war hier hinten? Top-Genesung. Habe ich eigentlich gar nicht bei dem Typen gebraucht, bei Rot. So. Freunde. Da ist das legendäre Pokémon Ho-Oh. Und ich werde es mir jetzt besorgen. Fangen, so. Für die Leute, die zweideutig verstehen.
Jetzt bist du dran. Ho-oh. Los geht's. Ho-oh. Okay, Mike. Wir werden uns das jetzt schnappen. Gib ihm einen Wuchtschlag. Boom! Das hat gesessen. Es ist verwirrt. Gut. Ho-oh macht Bodyguard. Jetzt können wir Ho-oh nicht einschläfern, solange er diesen Bodyguard aktiv hat. Damit es sonst ein bisschen zu riskant wird, was Verwirrung angeht, kommt jetzt einfach mal Motri rein. Das ist auch gleich mal für Brandwurzel zu Beginn. Toll. Zugabe. Ho-oh ist verwirrt. Komm, verletzt dich selbst. Danke. Und jetzt mach ich Zugabe, dann hau ich nämlich deine Feuerattacke erstmal weg. Dann kann ich nämlich, ohne zu bedenken, Erholung. Wer ist das? Oh, Leute, Feuer. Ich liebe diese Attacke. Ja, schläft und erholt sich. Baller du nur ruhig dein Läuterfeuer leer. Ich glaube, du kannst aber noch Feuersturm. Ah, das ist kein Problem. Ho-oh. Ich werde dich fangen. Egal, was kommt. Läuterfeuer. Ich glaube, du kannst sogar noch genesen, kann das sein? So. Nochmal Läuterfeuer. Ist aufgewacht. Dort hat noch Zugabe. Hat keine Wirkung. Hat sich mit Überreste. So, machen wir auch mal. Ah, mir fällt was ein. Ich mache jetzt wirklich die Arschloch-Taktik hier. Blitz. Genauigkeit sinkt. Mach du weiter dein Bodyguard, das stört mich nicht. Senk mir einfach mal deine Genauigkeit hier. Bodyguard, Blitz. Oh, jetzt schon Überreste. Kannst du überhaupt noch was? Warte mal, er kann Erholung, Bodyguard. Das ist seine letzte Attacke. Windstoß. Gut. Dann habe ich eine Idee. Weil du jetzt eh wahrscheinlich keine Läuterfeuer mehr übrig haben wirst, kann ich ja getrost Bella reinholen. Denn Windstoß hat eine sehr, sehr geringe Stärke. Oh doch, du hattest nochmal Läuterfeuer. Ich weiß ja nicht, ob denn. Achso, ja, so sein. Aber wie viel AP hat denn der noch? Er dürfte eigentlich keine AP mehr haben. Läuterfeuer hat doch nur 5. So. Jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben wollte. Oh, versus Silly. Silly eigentlich total im Nachteil. Matsch Bombelo. Ein guter Treffer. So, jetzt bräuchte ich nur noch irgendwas, was ihm leicht Schaden verursacht, also wenig. Kommst du mal rein. Ich hoffe, du schläfst jetzt eine Runde hoch. Oh, schläft tief und fest. Gut. Glut. Roter Bereich. Besser kannst du nicht laufen. So. Ich habe nur Superbälle dabei. Eigentlich hätte ich einen Meisterball noch werfen können. Egal. Ich versuch's damit. Oh, hat sich befreit. Oh, schläft tief. Wenn mir die Superbälle ausgehen, dann werfe ich notfalls einen Meisterball. Selbsttrone. Verdammt. Ach. Musst du jetzt unbedingt aufwachen und dein Bodyguard gleich dahinterher werfen. Jetzt kann ich es vergessen, dich einzuschläfern für die nächsten 5 Runden.
Hallo? Wie viele Läuterfeuer hatten das? Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass der gerade nur 5 hat oder maximal 10. Das hat er jetzt schon öfters benutzt. Ja, blöd. Mit der Arschloch-Taktik, wa? Und der Genauigkeitssenkung. So einfach geht's. Aber hast du unendlich AP, weil du ein wildes Pokémon bist, oder wie? Verdammt. Und zur Genesung, war doch klar. Komm, Stampfer. So. Immer wieder zurück in den Status versetzt. Roter Bereich. Komm. Ach. Ja. Komm, jetzt bleib drinne. Ich hab zwar nur Superbett, aber irgendwie musst du doch drin bleiben irgendwann. Ja, spam du nur mit Bodyguard. Mist, Fidu. Es bleibt drin. Bleibst du jetzt endlich mal drin? Weißt du, willst du noch einen Stampfer abkriegen oder was? Och, komm! So, und jetzt auf ein neues. Aber diesmal mache ich es einfach so. Keiner drin für dich hoch. Oh, wurde gefangen. Oh, Regenbogen. Möchtest du hohen Spitznamen geben? Nein. So, Freunde, das war mein Bonus-Part. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ich hoffe, euch hat auch diese Challenge gefallen. Und ich würde sagen, man sieht sich in einem anderen LP wieder. Bis zum nächsten Mal.